So, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir grüßen Sie ganz herzlich zum letzten Teil von unserer Webinarreihe «Digitale Innovationen für das Facility-Management-Bereich». Heute dreht sich alles ums HR. Entsprechend zeigen wir Ihnen ein paar Ausschnitte aus HR-Möglichkeiten, die es im Abakus gibt und entsprechend natürlich auf Facility-Management-Branche anzuwenden ist. Damit Sie wissen, wer Sie so ein bisschen in der nächsten halben Stunde begleitet und sich noch ein paar Gesichter sehen zu den Stimmen, die Sie hören. Mein Name ist Tamara Ganz. Ich bin im Produktmanagement bei der Firma Accept tätig und am Standort in Kemptal. Ich bin heute dabei als Co-Moderatorin. Sie haben nämlich während dem ganzen Webinar die Möglichkeit, uns all Ihre Fragen entsprechend im Chat hineinzustellen. Wird so gut wie es geht, auf alle entsprechenden Fragen während dem Webinar eingehen. Allenfalls bleiben am Schluss noch ein paar Minuten Zeit, dass wir auch auf Ihre Fragen eingehen können. Wir nehmen das Webinar auch auf, das heisst, Sie werden nächste Woche im Nachgang einen Link zu der Aufzeichnung und alle Folien, die Sie hier sehen, alles zugestellt bekommen. Das heisst, Sie müssen jetzt nicht alles akribisch mitschreiben, sondern können sich das im Nachhinein gerne alles nochmal in Ruhe nachschauen. Durch die Demo wird sie aber heute vor allem meine Kollegin begleiten. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Julia Schneider. Ich bin Softwareberaterin am Standort St. Gallen und bin zuständig für die Bereiche Lohnbuchhaltung, Finanzen, HR und Zeiterfassung. Sehr gut. Ich will noch ganz kurz ein paar Worte über die Accept verlieren, bevor wir dann wirklich ins heutige Thema einsteigen, wo wir Ihnen die HR-Möglichkeiten mit Abakus werden vorstellen und ein paar Highlights davon. Die Accept hat letztes Jahr ein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind an 4 Standorten über die ganze Deutschschweiz hinweg vertreten. Wir sind zum einen in Bern-Schönbühl, in Basel-Pratteln, in Kemptal, bei Winterthur und zum anderen in St. Gallen, von wo wir aus das Webinar auch live schalten. Wir sind insgesamt zusammen auch schon über 160 Mitarbeitende, ich glaube schon bald 170. Sind schon sehr lange in dem ganzen Abakus-Business tätig, führen jedes Jahr zahlreiche Projekte durch und sind seit 2008 Abakus Gold Partner. Das ist der höchste Partnerstatus, den man entsprechend bei Abakus haben kann. Gut, soweit so gut zur Accept und zur Vorstellung der Personen, die Sie hören. Dann würde ich sagen, Sie sind heute da, um das HR-Abakus kennenzulernen und wir tauchen doch gerade entsprechend ins Thema ein. Genau, hier ein kurzer Überblick zu allen Themen, die es im HR gibt. Und zwar ist das ganze Onboarding, wo man eine Stelle entsprechend ausschreiben kann. Man kann die Stelle auf diversen Jobportalen ausschreiben. Das heisst, das ganze Bewerbermanagement läuft über da, kann Beurteilungen zu den Bewerbern abgeben. Dann haben wir in der ganzen Personaladministration die ganze Spesenerfassung drin, die über das MyAbacus möglich ist oder auch über Mobile, also über das Handy. Dann die ganze Lohnbuchhaltung, Verarbeitung, Lohnverarbeitung. Dann die Zeiterfassung im Allgemeinen, da ist zum Beispiel In- und Out-Stempel. Dann haben wir Personaleinsatzplanung, wo man die Mitarbeiter entsprechend für Dienste kann einplanen kann. Digitales Personaldossier, also die ganzen Dossier, die man im MyAbacus ablegen kann oder allgemein einfach im Abakus, wie zum Beispiel eine Lohnabrechnung, die der Mitarbeiter so dann selber downloaden kann. Dann das Mitarbeiterportal, dort werden wir nachher gerade einsteigen. ESS-MSS-Service, das heisst, dass der Mitarbeiter selber kann Prozess auslösen, wie beispielsweise eine Adressänderung. Oder MSS, dass der Vorgesetzte Mitarbeiter Einsicht hat in seinen unterstellten Mitarbeiter gemäß Organisation. Dann haben wir noch das Organigramm. Das heisst, im Abakus wird eine Organisation aufgebaut und anhand von der kann man ein Organigramm ausgeben. Dann zu der ganzen Personalentwicklung. Wir haben das Mitarbeitergespräch, da schauen wir nachher auch genauer an. Das Mitarbeitergespräch, wo man zum Beispiel Zwischengespräche oder Jahresgespräche durchführen kann. Die ganze Zielvereinbarung dazu und die Beurteilung plus auch das Kompetenzmanagement, wo man Kompetenzen des Mitarbeiters pflegen.
Dann zum Thema Offboarding, da kann man Arbeitszeugnis erstellen, wie zum Beispiel ein Schlusszeugnis. Genau, dann noch dazu noch ganze Analysen, wie zum Beispiel Fluktuationen der Mitarbeiter der Firma. Genau, zum Prozess Bewerbermanagement. Dort ist es so, dass man auf der Version 22 ist das Ganze ein erneuert worden. Das heisst, die ganze Geschichte, die der HR-Verantwortliche vorher im Abendkurs ULC gemacht hat, wie beispielsweise eine Stellenausschreibung oder eine Publikation, da macht der HR-Verantwortliche neu alles im Mai-Abendkurs. Plus die ganze Linie vorgesetzt, also die ganzen involvierten Mitarbeiter, die haben neu auch Einsicht auf Beurteilungen von anderen involvierten Personen. Da gibt es ein paar Neuerungen dazu. Dann die Stellen kann man ausschreiben, veröffentlichen auf diversen Jobportalen. Der Bewerber bewirbt sich auf die Stelle, die ausgeschrieben ist. Die Bewerbung wird übernommen ins Abendkurs. Anschliessend kann man kommunizieren mit dem Bewerber, sprich, man kann ihn einladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und der Bewerber wird beurteilt von verschiedenen involvierten Personen. Und nach der Zusage kann man den Mitarbeiter direkt im Personalstamm übernehmen, inklusive Dossier. Zum Mitarbeitergespräch, dort wird der HR-Manager oder der Vorgesetzte das Gespräch eröffnen. Das Gespräch wird beurteilt vom Vorgesetzten, wird weitergegeben an den Mitarbeiter, der wird sich auch nochmal selber beurteilen. Dann geht es weiter, es findet die effektive Gesprächsführung statt. Man tut vergleichen, wer was beurteilt hat. Und am Schluss erfolgt die Freigabe und die Ablage ins Mitarbeiterdossier. Dann noch zum Arbeitszeugnis. Ein Zeugnis kann der HR-Manager, der Vorgesetzte, sowie auch einen Mitarbeiter bestellen. Die Erfassung macht der Vorgesetzte, der wird den Mitarbeiter wieder beurteilen. Der HR-Manager kann dort aber auch noch eingreifen und eine Beurteilung abgeben. Dann erfolgt die Freigabe durch den Vorgesetzten und am Schluss noch den Versand und auch wieder die Ablage ins Mitarbeiterdossier. Dann die Vergütungsrunde oder auch Lohnrunde genannt. Da geht es darum, dass das HR das Lohnbudget berechnet im Mai-Abendkurs. Daraus werden die ganzen Teilbudgets an die Vorgesetzten weitergeleitet. Die Vorgesetzten können nachher im Budget Anpassungen nehmen zum unterstellten Mitarbeiter und müssen das Teilbudget nachher freigeben. Sobald alle Vorgesetzten das Teilbudget freigegeben haben, kann nachher der HR-Verantwortliche im Abendkurs das Budget nochmal neu berechnen lassen mit allen Anpassungen, die die Vorgesetzten vorgenommen haben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in die Live-Demo rein. Jetzt haben wir in einige Sachen, die wir hier entsprechend erwähnt haben, auch wirklich im System selber. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie uns die bitte gerne jederzeit in den Chat rein, gehen wir gerne auf Ihre Fragen ein. Genau, dann sind wir jetzt hier im Mai-Abendkurs als HR-Verantwortliche. Wie Sie schon sehen, ist Mai-Abendkurs erneuert worden auf der Version 2022. Es kommt in einem ganz neuen Design daher. Wir sind jetzt hier auf dem Dashboard. Das Dashboard kann man individuell gestalten. Das ist natürlich dann für die ganze Firma, also da kann man nicht pro Benutzer, sondern das wird für die ganze Firma angelegt, wo man kann diverse Ereignisse einblenden oder auch Verlinkungen auf die Homepage. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir die View-Aufgaben-Inbox. Der HR-Verantwortliche oder auch der Vorgesetzte, die kommen dann darüber die Prozesse über oder ja, einfach auch Nachrichten. In and out, das ist in der Zeiterfassung drin, wo der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, über die View seine Zeiten ein- und ausstempeln.
Dann haben wir meine Daten. Da sieht der Mitarbeiter alle seine Daten, die man so im Personalstamm im Nebenkurs eröffnet, hinterlegt hat. Der Mitarbeiter kann auch über diverse Prozesse, über den Button bearbeiten, beispielsweise seine Adresse, gerade auf eine Zeitachse ändern, wo dann wiederum der HR-Verantwortliche einen Prozess überkommt und die Mutation muss bestätigen, bevor sie im Nebenkurs übernommen wird. Da gibt es mehrere Prozesse, also wie beispielsweise auch Bankverbindungen, die noch neu hinterlegen. Er kann Notfallkontakt anlegen. Er kann den Zivilstand anpassen, einen Partner hinterlegen, Kinder öffnen und so weiter. Kommt dann natürlich alles ein bisschen darauf an, wenn man entsprechend freigibt. Dann haben wir die Lasten meiner Mitarbeiter, dem Vorgesetzten, hat Einsicht auf seine unterstellten Mitarbeiter. Genau, auch wieder mit den Daten, die man im Personalstamm gepflegt hat. Dann haben wir noch Auswertungen und Listen. In den Auswertungen und Listen kann man hat man Einsicht auf diverse Auswertungen, die man beispielsweise in der Personalliste konfiguriert hat, im 351, sechs Telefonliste, Geburtstagsliste, wo man auch wieder Einsicht hat auf die Daten von seinen unterstellten Mitarbeitern. Genau, wir kommen jetzt aber da zu unseren Hauptthemen. Dann wäre es zum einen das Bewerbermanagement, das Mitarbeitergespräch und das Arbeitszeugnis. Wie gesagt, das Bewerbermanagement hat sich auf der Version 2022 leicht verändert. Wir haben jetzt hier auch eine neue View Jobs. Und wenn wir die mal startet, dann sehen wir jetzt hier innen diverse Stellen, die wir auch ausgeschrieben haben. Man kann eine neue Stelle anlegen über einen neuen Job. Kann eine Stelle auswählen, die man ausschreiben will, zum Beispiel Sachbearbeiter, Personalwesen. Ich kann den Jobtitel noch mitgeben, der dann so auch entsprechend ausgeschrieben wird. Man kann ein Bewerberformular auswählen, falls man hier verschiedene hat, zum Beispiel zwischen der Führungsposition und einem normalen Mitarbeiter wird man vielleicht noch ein bisschen andere Daten abfragen. Oder die Lehrling, die haben wahrscheinlich auch ganz andere Daten, die sie müssen abfüllen zum Beispiel. Oder? Genau, ja. Und sagen per wenn, also wenn soll das starten. Dann kann man den Ablauf von einer Rekrutierung wählen. Auch da gibt es natürlich verschiedene Abläufe. Eben zum Beispiel ein Lehrling hat vielleicht nur ein Vorstellungsgespräch und dann alle anderen Mitarbeiter, die müssen sich vielleicht zweimal vorstellen. Und dann kann man auch noch das Team auswählen. Da wird jetzt einfach standardmäßig einmal von der Organisation vorgeschlagen, wo man da im Hintergrund konfiguriert hat. Man kann aber auch noch weitere Mitarbeiter hinzufügen, die als involvierte Personen dann die Bewerber sollen beurteilen. Und zu guter Letzt noch das Inserat, wo man genau hinschreiben kann, welche Anforderungen der Bewerber beispielsweise mitbringen soll, welche Aufgaben er hat und so weiter. Genau. Dann, wenn wir hier gerade mal auf eine publizierte Stelle klicken, dann sehen wir jetzt auch, da haben wir schon einen Bewerbungseingang von Sandro Müller. Wir sehen unter den Details nochmal, wenn wir hier alles hinterlegt haben, wer in dem Team ist, also wer den Bewerber dann schlussendlich mal beurteilen und welchen Ablauf, welche Rekrutierung das wir ausgewählt haben. Wir sehen nochmal das Inserat, das wir aufgeschaltet haben. Und unter den Publikationen sieht man jetzt hier auch noch, wo wir es publiziert haben. Die Stelle hat man jetzt einfach auf die Homepage publiziert. Genau, dann klicken wir gleich mal auf den Teil Bewerbungen. Da sehen wir auch jetzt im Detail, welche Bewerber sich auf welche Stelle
beworben hat. Jetzt hier mal den Max Mustermann anklicken. Dann sehen wir, hier die Stammdaten vom Bewerber. Die könnte man auch noch bearbeiten, falls er jetzt etwas vergessen hat, zum Mitschicken. Wir sehen, auf welche Stelle dass er sich beworben hat. Man kann die Unterlagen noch anzeigen. Man kann Kommentare mitgeben, damit man sich austauschen kann mit allen involvierten Personen. Man sieht jetzt hier auch noch mal, wer in dem Team ist, also wer auch die Beurteilungen überkommt. Und man kann genau die Änderungen nachverfolgen, wer welche Beurteilungen abgegeben hat, Benachrichtigung und auch den Status. Hier oben sieht man auch immer die Gesamtbeurteilung, also Durchschnitt. Genau. Und wenn man jetzt da bei dem Bewerber ist jetzt nicht der Fall, aber sobald man im gewissen Status ist, müsste man dann den Bewerber dann auch beurteilen. Falls jetzt der Bewerber mal nicht sollte, über die Homepage sich beworben hat, kann man auch direkt da innen noch einen neuen Bewerber anlegen. Gut. Das wäre ein kleiner Überblick zum neuen Bewerbermanagement gewesen. Dann gehen wir doch gleich weiter auf Betreuung und Entwicklung. Wir haben das Mitarbeitergespräch. Mitarbeitergespräch, wie gesagt, kann der HR-Verantwortliche zentral für alle Mitarbeiter eröffnen. Oder ein Vorgesetzter kann auch das separat von seinen unterstellten Mitarbeitern machen. Du jetzt hier mal ein neues Gespräch eröffnen. Wähle den Mitarbeiter aus, für den, wo ich ein Gespräch führen will. Ich kann eine Vorlage auswählen. Okay, das lässt sich jetzt hier nicht auswählen. Dann müssen wir schnell abbrechen und nochmal versuchen. Jetzt hat es gerade irgendwie eine komische Störung. Genau, gehen wir doch gerade mal als Teamleiterin. Jetzt sind wir mit dem HR-Verantwortlichen drin. Aber grundsätzlich kann sie jeder beide starten. Oder das HR kann sagen, soll ein Gespräch vereinbart werden oder der Vorgesetzte direkt. Oder? Genau, richtig. Das HR hat natürlich auch unterstellte Mitarbeiter von dem her. Ja. Beides möglich. Genau, das sehen wir. Wir sind jetzt hier als Vorgesetzte drin. Ich habe für meinen unterstellten Mitarbeiter Thomas Lenz jetzt hier auswählen. Ich habe entsprechend die Vorlage. Da kann man natürlich auch selber definieren, welche Vorlage das soll geben soll. Zum Beispiel gibt es da noch ein Austrittsgespräch oder Probezeitgespräch und so weiter. Wir können den Zeitraum auswählen. Wir wollen jetzt das letzte Jahr beurteilen. Wenn man es weiss, kann man auch gerade schon den Gesprächstermin festlegen. Zum Beispiel auf nächste Woche und entsprechend auch noch die Uhrzeit. Genau, jetzt habe ich hier mein offenes Gespräch von Thomas Lenz. Als nächsten Schritt muss man den Mitarbeiter beurteilen. Mit verschiedenen Beurteilungskriterien. Auch da kann man individuell gestalten. Also man kann auch Felder, Kriterien zwingend setzen, dass man die zwingend muss beurteilen muss. Sonst kommt man gar nicht in den nächsten Status. Wenn man auf das Beurteilungskriterien noch draufklickt, dann könnte man auch noch mal die Möglichkeit, einen Kommentar mitzugeben. Auch da gibt es noch die Möglichkeit, dass man kann sagen kann, wenn man eine ungenügende Beurteilung abgibt, dann ist ein Kommentar zwingend notwendig. Unter den Details könnte man auch noch private Notizen hinterlegen. Da wird dann also nur der Vorgesetzte sehen.
Man hat einen Verlauf, wie ist der Mitarbeiter zu den letzten Jahren gestanden in dem Kriterium. Und was man auch noch hat, ist ein Teamvergleich von den anderen Mitarbeitern. Und auch die Massnahmen, die man dazu könnte jetzt machen könnte, um das Kriterium zu erfüllen. Dann hat der Mitarbeiter auch immer Ziel. Je nachdem, was für ein Gespräch das man durchführt, auch das gilt zum Beurteilen. Und man kann auch hier direkt ein neues Ziel anlegen, wo man dann wieder im nächsten Gespräch beurteilen muss. Genau, sobald dass man alles beurteilt hat, kann man das Gespräch für den Mitarbeiter freischalten. Der Mitarbeiter tut sich selber nachher auch wieder beurteilen. Und im Anschluss hocken sie dann zusammen. Das Gespräch findet statt. Wir können gerade mal hier auf den Status im Gespräch gehen. Und dann sieht es eben dann so aus, dass man gegenüber hockt und man sieht genau, wer hat was beurteilt und kann dann so noch eine finale Beurteilung abgeben. Und die wird dann nachher so abgeschlossen und ins Dossier vom Mitarbeiter abgeleitet. Genau, das wäre es zum Mitarbeitergespräch gewesen. Dann schauen wir gerne noch die Zeugnisse an. Zeugnisse können alle drei Personen bestellen, also ein HR-Verantwortlicher, ein Vorgesetzter sowie auch ein Mitarbeiter selber kann ein Zeugnis bestellen. Wir sind jetzt hier immer noch als Vorgesetzten angemeldet. Wir können jetzt hier sagen, gut, wir wollen auch wieder für den Thomas Lenz ein Zeugnis bestellen. Wir können verantwortlich auswählen, wer das nachher beurteilen muss. Dann die Zeugnisart. Was soll es für ein Zeugnis sein? Ist es nur ein Zwischenzeugnis, ein Schlusszeugnis oder eine Arbeitsbestätigung? Auch hier kann man wieder individuell Vorlagen erstellen. Ich wähle jetzt hier mal ein Schlusszeugnis auswählen. Beim Schlusszeugnis muss man auch immer noch ein Austrittsdatum setzen gehen. Dann kann man den Bestellgrund noch mitgeben. Wieso wünscht sich der Mitarbeiter ein Zeugnis oder wieso müssen wir für den Mitarbeiter ein Zeugnis erstellen? Und zwar hat jetzt der Mitarbeiter gekündigt. Und jetzt auch der Hinweis, dass man schon mal ein Zeugnis bestellt hat, nicht, dass das doppelt läuft. Genau. Jetzt ist da schon mal etwas erstellt worden, ein Zwischenzeugnis, wo man jetzt eigentlich könnte von dieser Ausgangslage ausgehen, dass man nicht nochmal alles neu beurteilen müssen. Wir wollen jetzt hier aber eine neue Beurteilung machen. Das Erstellen. Jetzt sind wir hier auch gerade im Status Erfassung drin. Und wenn wir jetzt auf den Mitarbeiter klicken, dann können wir jetzt hier eine Vorlage auswählen. Zum Beispiel können wir jetzt hier die Vorlage nehmen vom Personal oder von der Stelle. Und dann kommen auch direkt die Aufgaben, die man so auf seiner Stelle erfasst hat, damit man da nicht alles händisch hinterlegen muss. Da könnte man jetzt natürlich auch noch anpassen, manuell noch irgendetwas ergänzen. Genau, dann da unten geht es weiter mit den Kriterien. Auch hier wieder das gleiche Prinzip wie bei den Mitarbeitergesprächen. Alle Felder, die mit dem Sternchen sind, die muss man zwingend beurteilen gehen. Und Sie sehen in der Vorschau auch immer den Text, der uns vorgeschlagen wird. Genau, und nachher geht es dann weiter. Sobald man alles beurteilt hat, kann man die Erfassung abschliessen. Dann kommt der HR-Verantwortliche und ein Prozess über. Der muss das ganze Zeugnis dann noch kontrollieren. Kann auch wieder Anpassungen vornehmen. Änderungen.
dann wird das wieder kommt das wieder zur Freigabe an den Vorgesetzten. Der Vorgesetzte sieht genau auf einen Blick, wer der HR-Verantwortliche angepasst hat. Falls er nicht einverstanden ist, kann er das wieder ablehnen. Dann geht es wieder zurück an den HR-Verantwortlichen. Sobald eigentlich dann beide einverstanden sind, kann man dann das Zeugnis abschließen und es wird dem Mitarbeiter verschickt und auch wieder in sein Mitarbeiterdossier abgelegt. Genau. Das wäre es eigentlich zu diesen HR-Themen gewesen. Sehr gut. Sie dürfen jetzt gerne uns noch Fragen im Chat stellen, falls Sie irgendwo etwas noch mal ein bisschen genauer möchten sehen oder nicht ganz draus sind, dürfen Sie uns gerne entsprechend die Fragen im Chat stellen. Wir haben auch gesehen, es sind noch einige Leute später dazu kommen. Das macht gar nichts. Wir haben das Webinar entsprechend aufgenommen. Das heisst, wir werden in den nächsten Wochen im Nachgang die Folien und auch die ganze Webinar, die wir jetzt entsprechend aufgenommen haben, Ihnen alles zukommen lassen. Sie können sich das in Ruhe von Anfang an nochmal durch anschauen. Gut, ich würde sagen, wir geben Ihnen noch ein paar Sekunden Zeit. Dürfen Sie gerne in den Chat hineinschreiben, falls Sie jetzt noch Fragen haben. Wenn Sie noch weitere Informationen möchten haben rund ums HR herum und die Abendkursmöglichkeiten, dann empfehlen wir Ihnen unter axdigitalhr.ch schauen. Dort haben wir ganz viele Factsheets, alle Module, die Abendkurs mitliefern, auch beschrieben. Oder am besten gehen Sie auch auf YouTube unter Axe Business Software AG. Finden Sie auch ganz viele Videos von uns, wo wir schon Webinar oder andere Demo-Videos gemacht haben, wo sich das alles noch ein bisschen genauer könnten anschauen könnten, falls Sie da Interesse haben. Sollten Sie sonst im Nachgang noch Fragen haben, gibt es diverse Kontaktierungsmöglichkeiten, wie Sie auf uns können zugehen können. Wenn Sie schon Kunde bei uns sind, dürfen Sie gerne jederzeit auf Ihren Account Manager oder auch auf Ihre Betreuer zugehen für weitere individuelle Demos. Wenn wir Sie noch nicht zu unseren Kunden erzählen dürfen, dürfen Sie gerne über unsere Zentrale reinkommen, dann werden Sie auf jeden Fall an die richtige Person weitergeleitet, damit wir auch da vielleicht mal noch ein individuelles Beratungsgespräch und Demo-Termin könnte abmachen. Gut, wenn soweit keine weiteren Fragen mehr reinkommen, möchten wir es nicht künstlich verlängern, dann danken wir Ihnen vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Dann wünschen wir Ihnen eine ganz gute Woche und einen schönen Tag. Danke Ihnen vielmals und machen Sie es gut. Danke vielmals.